Aus dem Lärm des Partystadels vom Oktoberfest 2010 habe ich ihn herausgeholt, den Michael Kästner. Wir kennen uns schon lange, deshalb sind wir per Du. Du hast auf Mallorca ein Oktoberfest gemacht. Was ist der Unterschied zum Oktoberfest hier in Mainz? Ja, der Unterschied zwischen dem Oktoberfest hier in Mainz, dass wir also wesentlich kleiner gewesen sind. Wir haben unter dem Motto, Mallorca ist nicht nur Ballermann, auf Mallorca, im Norden von Mallorca, in Can Picafort, ein Oktoberfest gefeiert. Und wir haben zwar super Stargäste gehabt, wie Tim Tobé, Jürgen Drews, Bo Shannon, Rocking Sun. Und das war natürlich alles wesentlich kleiner, das ist hier alles wesentlich größer und ist auch wesentlich imposanter. Aber wir haben also klein, aber unter dem Motto klein oder fein, haben wir ein super Oktoberfest gefeiert auf Mallorca. Es ist auch sensationell angekommen und wir werden im nächsten Jahr auch wieder ein Oktoberfest feiern, vom 25. bis 28. August. Wir feiern unser Oktoberfest auf Mallorca im August, weil wir müssen dann Oktoberfest feiern, wenn die Urlauber auf Mallorca sind. Die sind nicht immer da, das stimmt. Wir haben momentan hier die Situation, dass es nicht unbedingt kalt, aber schon sehr, sehr kühl ist. Wie war das da unten? Sind die dann in Badehose und bayerischer Mütze durch die Gegend gelaufen? Wir haben also wünschenswerterweise an den drei Tagen haben wir bewölkten Himmel gehabt. Die Leute sind nicht an den Strand gegangen, die Leute haben nicht am Pool gesessen, sondern die haben mit uns Oktoberfest gefeiert und es war sensationell. Also der Petrus hat uns da richtig gut mitgespielt und hat gesagt, also die feiern Oktoberfest auf Mallorca und da muss ich das Wetter so machen, dass wir, dass die Leute nicht am Strand und am Pool liegen, sondern dass die auf der Terrasse vom Hotel Ferrer Janeiro sitzen und mit uns Oktoberfest feiern.